Der Kriegsreporter Carsten Stormer ist heute unser Gast, genauso wie Patrick Owomoyela und der Philosoph Wolfram Eilenberger, mit dem wir über Fußball und Rassismus sprechen wollen. Außerdem Alfons Schubeck, gemeinsam mit einem Pfarrer, der gerade bundesweit von sich reden macht, Rainer-Maria Schießler und Beatrice Egli. Sie alle sind jetzt unsere Gäste. Schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung. Schönen guten Abend in die Runde, voll besetzt. Das verspricht einiges. Herzlichen Dank Ihnen hier im Studio und einen schönen Abend Ihnen zu Hause. Ja, als er zum ersten Mal Gast in unserer Sendung war, da stand die Weltöffentlichkeit gerade unter Schock, weil die Mörderbanden des IS vor laufender Kamera den amerikanischen Kriegsreporter James Foley enthauptet hatten. Niemand hätte damals für möglich gehalten, dass so etwas Barbarisches heute noch möglich ist. Er kannte James Foley gut, weil er selbst Kriegsreporter ist. Er wurde es, das hat er hier mal erzählt, als er sah, wie zwei kleine kambodschanische Mädchen vor seinen Augen auf eine Landmine traten und zerfetzt wurden. Immer wieder hat er uns den unheimlichen Siegeszug des IS erklärt. Doch seit einigen Monaten hat sich das Blatt ganz offenbar gewendet. Die Entscheidungsschlacht um Raqqa steht kurz bevor. Deshalb herzlich willkommen, Carsten Stormer. Freue mich sehr, dass Sie unser Gast sind. Gesund wieder zurück. Ja, und wenn wir über Syrien sprechen, kluge Leute, unter anderem auch er, weisen seit langer Zeit darauf hin, dass es ein großer Irrglaube ist zu meinen, dass uns nichts angeht, was da im syrischen und irakischen Wüstensand passiert. Mehr als 1 Million Kriegsflüchtlinge standen plötzlich vor unserer Tür und die Frage, wie wir damit umgehen, hat unser Land tief aufgewühlt. Und Leute wie Alexander Gauland, einer der Vordenker der AfD, versuchen daraus Kapital zu schlagen. Und der Satz dazu lautet in etwa: Die Leute finden Boateng als Fußballspieler gut, als Nachbarn wollen sie ihn nicht haben. Er sagt, es war nur eine Frage der Zeit, bis auch unsere Nationalmannschaft rassistisch instrumentalisiert wird. Herzlich willkommen dem Philosophen und Fußballkenner Wolfram Eilenberger. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, und dazu passt, dass er heute da ist. Er war Nationalspieler und musste ausgerechnet bei der WM im eigenen Land 2006 ertragen, wie die NPD gegen ihn stänkerte mit einem sehr dumpfen Slogan, der damals lautete: Weiß ist nicht nur eine Trikotfarbe. Und auf dem Oktoberfest im vergangenen Jahr musste er sich die Frage gefallen lassen, seit wann denn Asylanten mitfeiern dürften. Dazu muss man wissen, er ist in Hamburg geboren, hat seine Gesellenprüfung zum Gas- und Wasserinstallateur als Drittbester seines Jahrgangs abgeschlossen und beruhigt besorgte Bürger, die das irritiert, gerne mit dem schönen Satz: Ich weiß, ich bin nicht ganz der nordische Typ. Herzlich willkommen, Patrick Owomoyela. Ich freue mich sehr. Schön, dass du da bist, Patrick. Ja, und wenn wir über all das reden, dann landen wir ganz schnell bei unseren eigenen Werten. Und dann landen wir wiederum ganz schnell bei Ihnen beiden. Sie kennen sich seit langer Zeit aus München. Der eine Don Camillo, der andere Don Alfonso. Und was sie verbindet, wurde einer breiten Öffentlichkeit spätestens in dem Moment deutlich, in dem sein Buch über sein Leben als Pfarrer in München plötzlich auf den Bestsellerlisten auftauchte. Schöner Titel: Himmel, Herrgott, Sakrament. Eine leidenschaftliche Streitschrift für eine andere Kirche, als viele sie heute wahrnehmen. So sehr ihn seine Gemeinde liebt für das, was er da macht, so sehr verursacht er dem einen oder anderen im Vatikan geistiges Sodbrennen. Denn er segnet homosexuelle Paare, hält Tiermessen ab und kellnert, wenn es sein muss, für den guten Zweck auf dem Oktoberfest. Und er stellt, und das ist interessant, das Zölibat in Frage mit dem schönen Satz: Meine sexuelle Inaktivität ist nicht ein Beleg dafür, dass ich das Evangelium glaubwürdiger lebe. Er wiederum sagt über seinen Glauben: Ich wusste immer, dass da einer für mich ist, auch wenn ich geistig mal im Keller war. Herzlich willkommen, Alfons Schubeck und dem Pfarrer Rainer-Maria Schießler. Schön, dass Sie beide heute da sind. Herzlich willkommen, Alfons. Ja, und apropos
Und apropos Alfons Schubeck und Essen, obwohl sie im Showgeschäft ist, also einer Tätigkeit nachgeht, in der jungen Frauen mittlerweile sehr erfolgreich eingeredet wird, dass man das Essen auch ganz einstellen kann, gesteht sie öffentlich, ich liebe Kalbsbratwurst. Richtig gut ist das aber vor allem deshalb, weil sie diese Wurst im Zweifel auch selber macht. Ihre Eltern betreiben nämlich eine Metzgerei. Sie selbst allerdings ist gerade dabei, sich im Haifischbecken der Musikindustrie sehr erfolgreich nach oben zu schwimmen. Und das mit Schlager. Wie also hat sie das fertiggebracht? Wir werden Sie fragen. Herzlich willkommen, Beatrice Egli. Ich freue mich sehr. Schön, dass Sie heute da sind. Also, lass uns direkt einsteigen. Es gibt sehr viel zu besprechen. Ich freue mich auf diese Sendung und würde gleich zu Beginn gerne Patrick Ovomoyela fragen. Patrick, was würden Sie denn sagen, wenn morgen ein gewisser Alexander Gauland von der AfD bei Ihnen als Nachbar einziehen würde? Ja, ich bin generell erstmal offen jedem gegenüber und würde abwarten, wie die Person mir gegenüber auftritt und mir dann erst ein Bild machen. Was ging Ihnen denn durch den Kopf, als diese Aussage kam, von der er sagt, das ist nicht so gefallen, aber zwei durchaus ernstzunehmende Kollegen von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung sagen, wir haben unabhängig voneinander mitgeschrieben und Folgendes protokolliert. Die Leute finden ihn als Fußballspieler gut, aber einen Nachbarn Boateng wollen sie nicht haben. Was geht dann da durch den Kopf? Ja, ich war natürlich schon erneut daran erinnert, was ich selbst im Vorfeld der WM 2006 in Deutschland erlebt habe, dass auf dieser Bühne, die dieses Ereignis und unsere Nationalmannschaft eben auch bietet, versucht wird, irgendwo Politik zu machen oder Statements in die breite Masse zu tragen. Und das hat mich schon sehr, sehr stark daran erinnert. Zweiter Gedanke war aber gleich, leider Gottes, bin ich der Meinung, gibt es tatsächlich noch Leute, die halt eben auch so denken. Hätten Sie das für möglich gehalten? Ich meine, 2006 war das, was Ihnen passiert ist mit der NPD, wenn wir gleich noch mal drüber sprechen. Hätten Sie das für möglich gehalten, dass wir 10 Jahre später eine solche Debatte noch mal führen und eigentlich sogar noch weiter sind, unter Anführungszeichen, insofern, als wir über etwas reden, was auch wirklich die Mitte der Gesellschaft wieder erreicht hat? Ob ich es für möglich gehalten habe, weiß ich nicht. Es ist mir bewusst, dass da noch ganz viel, viel zu tun ist, um sowas eben nicht mehr leben zu müssen. Ich finde es schade, dass es immer noch der Fall ist, dass man solche Bühne halt sucht und auf dem Rücken von etwas ganz Tollem eigentlich und einem Aushängeschild für Deutschland, nämlich der Nationalmannschaft, versucht, Kampagne zu machen, Meinungsmache zu machen. Das ist traurig. Ich würde gerne an dem Punkt Herrn Eilenberger, der nicht nur Philosoph und Chefredakteur ist, sondern auch ein ausgewiesener Fußballkenner. Alexander Gauland von der AfD war ja auch mal in Journalistenkreisen unterwegs, war, glaube ich, sogar bei der FAZ, wenn ich das richtig im Kopf habe, gilt als Intellektueller. Das ist ein gescheiter Mann. Wenn der sowas sagt, dann macht er das ja mit Kalkül. Mit welchem Kalkül macht er das? Was erhofft er sich davon? Und ist er sich der Tragweite, der Explosionskraft, die in so einem Satz steckt, ist er sich dessen bewusst? Ich glaube schon, dass Herr Gauland weiß, was er damit auslöst und was dahinter steckt hinter dieser Äußerung. Denn die Äußerung ist ja sehr verräterisch. Sie sagt zunächst einmal, dass es einen hohen Alltagsrassismus in Deutschland gibt. Und als Beschreibung ist sie nicht falsch. Sie haben gesagt, hat er die Mitte der Gesellschaft jetzt wieder erreicht? Ich würde sagen, er hat sie nie verlassen. Alltagsrassismus ist ein Faktum in Deutschland. Herr Gauland stellt es fest, bedauert es aber nicht, sagt nicht, dass man das ändern muss, sagt nicht, dass er das nicht gut findet. Das heißt, er legitimiert den Rassismus durch diese Aussage und im Prinzip positioniert er seine Partei, die AfD, damit als die Partei der bekennenden Alltagsrassisten. Und das ist schon ein sehr problematischer Vorgang, denn er dient sich diesen dunklen, hässlichen, zornigen Gefühlen an und sagt, wir sind die Partei für diejenigen, die so denken. Sie sagen, da wird das, Sie drücken es so aus, nur Philosophen können solche Wörter erfinden, das Sagbare wird da weiter ausgedehnt. Was meinen Sie damit? Na, wir haben jetzt letzten Monate gesehen, dass von der AfD-Seite immer, was ein Kulturwissenschaftler kalkulierte Tabubrüche. Da wird mit Tabus gearbeitet, die werden ausgesprochen, dann wird gesagt, ich habe es eigentlich gar nicht so gemeint. Was passiert ist, dass der Raum des Sagbaren und des Akzeptablen sich verschiebt. Mittlerweile ist es offenbar für einen Politiker in Deutschland, das war vor einem Jahr nicht der Fall, okay zu sagen, wir sind die Partei, die Rassisten willkommen heißt. Und jetzt sagt er, das habe ich nicht so gemeint, aber er dient sich einer Basis an und er schafft damit auch eine Stimmung. Sie müssen ja auch sehen, was mit Herrn Boateng passiert ist. Da fangen dann die Journalisten in der Nachbarschaft an, rumzufragen, wie ist es denn neben Herrn Boateng?
Boateng zu wohnen. Das heißt, unglaublich hässliche Gefühle werden geweckt. Und da wird eine Gesamtstimmung geschaffen, von der ich glaube, dass sie unser Land vergiften soll. Deswegen tue ich mich auch immer so schwer damit, sozusagen nur auf die eine Seite dann irgendwie hinzuweisen und zu sagen, das ist alles so eine Welt, die nur in Schwarz und Weiß stattfindet. Also auch die Tatsache, dass man dann hingeht und bei den Nachbarn von Jerome Boateng klopft und fragt, wie ist denn das? Das heißt, dem ganzen A eine unheimliche Bedeutung beimisst und zweitens auch noch ein weiteres Mal dafür sorgst, dass die erst anfangen, sich darüber Gedanken zu machen. Was halten Sie davon? Na, ich glaube, dass wir uns alle beobachten müssen. Was erzählt uns das über die Art und Weise, auch wie wir miteinander umgehen? Also ob das journalistisch okay ist und die feine englische Art, bei den Nachbarn zu klingeln, darüber kann man sich streiten. Aber was auch richtig ist, und davon kann sich niemand hier im Raum freisprechen, es gibt rassistische Impulse in fast bei uns allen. Das heißt, Herr Gauland spricht damit auch etwas in uns an. Er stöbert in unserem Unbewussten. Er fragt, hast du nicht vielleicht auch schon mal so gedacht? Ist der Gedanke dir vielleicht auch nicht schon mal gekommen, wenn bei dir jemand einzieht und so, will ich diesen Türken, will ich diesen Syrer neben mir haben? Das heißt, er spricht dunkle Seiten in uns an und er sagt, eigentlich ist das ein vernünftiger Gedanke, denk mal drüber nach, wir sind die Partei für die dunklen Gedanken. Und das ist eine dämonische, eine dunkle Art des Sprechens und die AfD hat das systematisch die letzten Jahre getan, gerade im letzten Jahr. Und ich denke, wir sind alle gut beraten, diese Taktik zumindest zu durchschauen und so gleichzeitig einzugestehen, dass wir nicht unbedingt besser sind, sondern dass wir diese Gefühle, diese Impulse und Gedanken auch selbst schon mal gedacht haben. 2006, Patrick, was war das für eine Situation? Sie waren damals gerade berufen worden in die Nationalmannschaft. Wie viele Spiele hatten Sie damals gemacht für die Nationalmannschaft? Ich hatte schon ein bisschen, ich kann es nicht genau sagen, aber ich glaube schon, dass ich irgendwo zwischen 5 und 10 Spielen gemacht hatte, war also über ein halbes Jahr schon Mitglied der Mannschaft, habe auch viel von Beginn an gespielt, also ein fester Bestandteil der Truppe damals und es ging so langsam auf die WM 2006 zu. Ich glaube, es war Anfang des Jahres. Und ich weiß, ich bin zum Training nach Bremen gefahren und wurde dann von, ich weiß auch nicht mehr genau wem, darauf angesprochen, ob ich schon gelesen hätte, was da irgendwo in den Medien aufgetaucht ist. Und dann habe ich mir das halt angeschaut und dann war es halt, und das ist vielleicht der kleine Unterschied, es war nicht mehr die subtile Art und Weise, eine Nachricht auszudrücken, es war halt mitten rein, voll auf die Nase, so, diese Schlagzeile, hier. Genau. Das ist die 25, die wir da hinten sehen, das war Ihre Nummer, ne? Ja, ach, da gab es viel Thema dann drum, ist es wirklich die 25, es kann ja auch was anderes sein und so weiter und so fort, wurde viel geredet. Im Endeffekt waren sie oder haben versucht, clever zu sein, um so wenig wie möglich preiszugeben. Es sind 2 Streifen anstatt 3, also man wollte sich dann in der Grauzone bewegen. Letzten Endes haben sie es nicht Versuch geschafft. Der Versuch einer juristischen Absicherung, ne? Und es gab außer mir und Gerald Asamoah auch keine Spieler zu dem Zeitpunkt in der Mannschaft, die eine andere Hautfarbe hatten. Jetzt als dieses Weiß, was Sie hier nun ansprachen. Und somit war ich dann ja direkt erstmal getroffen. Wie sehr trifft einen das? Ich meine, da bist du als junger Spieler in Deutschland geboren, hier aufgewachsen, stolz auch in diesem Land zu sein. Sie haben auch mal gesagt, also Ihr Vater ist Nigerianer, ne, genau. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die Frage, ob ich für Deutschland oder Nigeria spiele, hat sich für mich nie gestellt. Nicht wirklich, genau. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Mein Vaterland quasi kenne ich aus Erzählung, mehr oder weniger. Ich bin auch nach Trennung meiner Eltern bei meiner Mutter groß geworden. Also in einem ganz normal deutschen Haushalt, will ich jetzt behaupten. Und ja, ich war natürlich sehr, sehr stolz, das Trikot der deutschen Nationalmannschaft tragen zu dürfen. Ich habe mich nie als Nigerianer gefühlt, sondern immer als Deutscher mit nigerianischen Wurzeln zwar, aber eben als Deutscher. Und wenn dann sowas passiert und quasi anhand deiner Person so etwas Schmutziges, so eine Kampagne getrieben wird, dann ich war beschämt, ich war erschrocken und ich war vor allen Dingen auch extrem traurig und davon, dass ich halt auch Hauptgegenstand dieser Kampagne sein soll. Wie war die Reaktion damals? Gab es diesen Aufschrei, wie jetzt auch im Fall von Boateng? Oder war das etwas, was sozusagen nur immer mal wieder vereinzelt medial diskutiert wurde? Nach dem Motto, es kommt jetzt aus dieser Nazi-Ecke, die müssen wir gar nicht ernst nehmen. Es gab schon einen großen Aufschrei. Es war natürlich auch im Vorfeld der WM in Deutschland mit der deutschen Nationalmannschaft in Verbindung. Natürlich die große Bühne, die man damals wahrscheinlich eben gesucht hat. Genauso wie es jetzt der Fall war, ein Mitglied der Weltmeistermannschaft, wahrscheinlich ein sehr, sehr wichtiges Mitglied zu benutzen, zu instrumentalisieren. Und genau das war das damals. Ne? Man wollte über die Nationalmannschaft diese Kampagne breitreten und sagen, mal, wir distanzieren uns von sowas. Wir sind für eben eine reine weiße Nationalmannschaft. Wir sind für ein reines weißes Deutschland im Endeffekt wahrscheinlich auch. Und da gab es einen riesen Aufschrei. Es war natürlich eine noch schärfere Wahrnehmung, weil es eben so extrem
gerade raus und plakativ war. Das ist jetzt ja ein bisschen anders. Man hat da versucht, das subtiler zu gestalten. Und trotzdem ist es natürlich Gott sei Dank so, dass die große Menge sich von sowas distanziert. Aber es ist ja eben auch eine andere Situation, weil wir ja damals eine NPD hatten, die bei 3 bis 2% lag. Ja. Wir haben jetzt eine AfD, die bei 20% liegt in vielen, vielen Teilen. Das heißt, das Klima und auch die Brisanz und auch die Handlungsbrisanz solcher Aussagen ist viel höher. Ja. Denn sie trifft auf eine ganz, ganz exklusive Stimmung, die sich dann auch in Nachbarschaftsverhältnissen entlädt. Und das ist unverantwortlich, aus meiner Sicht als Politiker so zu sprechen. Und das ist ja auch deutlich subtiler. Also aus Sicht von Herrn Gauland oder aus Sicht der AfD auch deutlich cleverer. Ja, er hat ja so auch gesagt, die Leute, sprich, Klammer, unsere Wähler sind ja eben so, Klammer, und wir sind deswegen für euch da. Und das ist eben eine Form von verlogener Kommunikation, derer sich die AfD seit Monaten befleißigt. Da kann man sagen, mit aller Vorsicht, da geht die NPD direkt davor und deswegen, macht sich deswegen auch angreifbarer. Herr Gauland kann man ja viel vorwerfen, aber er ist jetzt kein Mann, dem es an Intelligenz mangelt. Das ist schon ganz subtil und kalkuliert eingesetzt. Funktioniert sowas? Verfängt sowas? Jetzt auch mit Blick auf die Nationalelf zum Beispiel, habe ich immer das Gefühl, da stellen sich die Menschen auf die Hinterbeine und sagen, also das lassen wir uns von euch jetzt nicht kaputt machen. Interessant auch die Reaktion von Frauke Petri, seiner Parteikollegin, die sich sofort davon distanziert. Aber dazu muss man verstehen, dass die beiden gerade in einem internen Wettbewerb um den Parteivorsitz sind. Also auch das kann wieder kalkuliert sein oder auch nicht. Das wollen wir gar nicht werten. Ja. Sage nur, wie es stattfindet. Naja, es ist ja so, dass die deutsche Nationalmannschaft, so wie sie sich jetzt darstellt, insbesondere die Fußballnationalmannschaft, ein Ideal von einer Gesellschaftsentwicklung abbildet, nämlich einer pluralen, multikulturellen Deutschlands. Und es ist ja kein Geheimnis, dass die AfD dieses Ideal nicht teilt. Sie wollen ein anderes Deutschland, kein multikulturelles, kein vielfältiges, sondern ein homogenes. Oder würde ich gerne noch mal hinterher, wenn Sie sagen, ein Ideal, für wen ist das das Ideal? Sie haben mal im Zusammenhang mit der Nationalelf gesagt, das ist sozusagen die Nationalelf von Merkel-Deutschland. Die Handball-Nationalmannschaft, das ist im Grunde die Nationalmannschaft von Petri-Deutschland, von Frauke Petri-Deutschland. Das muss man erklären. Ja, Herr Omoyela sagte ja, wir sollten die Nationalmannschaft nicht politisch instrumentalisieren. Die Wahrheit ist, sie wird natürlich instrumentalisiert von den Grünen, von der Linken, von der FDP. Alle sagen, das ist Deutschland, wie es sein soll. Von der Kanzlerin, die auf der Tribüne sitzt und jubelt. Und wenn man mal den Schritt gemacht hat, die Nationalmannschaft in der Weise zu politisieren und sagen, das ist das Deutschland, wie wir uns wünschen, dann finden Sie natürlich auch eine Partei, die sagt, nein, ich wünsche mir ein anderes Deutschland. Und diese Nationalmannschaft steht nicht für das Deutschland, das ich will. Und wenn Sie dann nach Nationalmannschaften suchen, die eher das AfD-Ideal abbilden, da finden Sie viele. Da finden Sie das Hockey, den Volleyball, den Handball, das Rudern, das Fechten, große Teile der Leichtathletik. Was auch darauf hinweist, dass der Integrationsdiskurs im Fußball gar nicht repräsentativ ist. Wir sehen, die reden die ganze Zeit über Sport als Integrationsfaktor. Im Fußball und in Kampfsportarten sind Migranten überrepräsentiert. In allen anderen Sportarten sind sie massiv unterrepräsentiert, auch in den Jugendmannschaften. Deswegen scheint mir das wichtige Thema zu sein, wir sollten nicht den Fehler machen, zu glauben, weil im Fußball das sehr gut läuft, läuft es im Sport allgemein gut. Es läuft in Deutschland mit der Integration im Sport allgemein gar nicht so gut. Muss man jetzt vielleicht der Vollständigkeit halber noch was hinterher schieben? Sie sagen damit nicht, dass zum Beispiel die Handballmannschaft eine Mannschaft ist, die in irgendeiner Form rassistisch unterwandert ist. Nein. Oder ausgrenzt oder in irgendeiner Form national denkt ist und so komisch deutschtümmelnd daherkommt. Natürlich nicht. Es geht gar nicht darum, was irgendeine Person will oder ein Verband will. Es geht darum, dass man Symbole für Idealvorstellungen sucht. Viele, die ein tolerantes Deutschland wollen, finden sich in der neuen Nationalmannschaft des Fußballs wieder. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele AfD-Wähler sagen bei der Handballnationalmannschaft, guck mal, das sind doch 11 richtig deutsche Jungs, so wünsche ich mir auch die Fußballnationalmannschaft. Ich sage damit nicht, dass die Handballförderungssysteme rassistisch vorgehen. Ich sage nur, dass wir mit der politischen Instrumentalisierung von Nationalmannschaften sehr vorsichtig umgehen müssen, im Guten wie im Schlechten. Aber was heißt das? Der Trainer ist doch, glaube ich, Däne oder der Trainer ist Isländer. Isländer. Isländer, ja, genau. Ja, genau. Auch sehr interessanter Mann, ja. Der auch schon hier bei uns in der Sendung war. Aber was heißt das denn übersetzt? Ich meine, machen wir uns da auch was vor, Herr Eilenberger? Wenn man Politikern in Sonntagsreden zuhört, dann kriegt man oft das Gefühl, A, wir schaffen das, das kriegen wir alles wunderbar hin, macht euch keine Sorgen. Und wenn gar nichts mehr geht, dann schmeißt den Leuten einen Ball hin, Kinder spielen mit diesem Ball und dann werden die sich automatisch über den Sport verständigen und dann funktioniert das schon alles. Ist das eine große Illusion, der wir da aufgesessen sind? Also das ist sicher mein Einsatz in der Diskussion. Ich glaube, dass Sport eine absolut hohe integrative, eine unvergleichlich hohe integrative Kraft hat. Wir haben derzeit die Gleichung Sport gleich Fußball gleich Integration, das klappt.
Und der Fußball verstellt uns den Blick auf die Realitäten im Gesamtsport. Ganz einfach, weil wir alle im Kopf die ganze Zeit nur Fußball gleich Sport denken. Und wir haben viele Nationalmannschaften, sie können fast alle Mannschaftssportarten durchgehen, in der Migranten massiv unterrepräsentiert sind. Ich rede gar nicht von Golf oder Polo oder von anderen Mannschaften, also von anderen Sportarten, wo das fast selbstverständlich scheint. Also wir müssen uns ehrlich eingestehen, dass die Integration im Sport in Deutschland nicht so gut läuft, wie uns das der Fußball weiß macht und weiß machen will. Und zwar deswegen, weil es dort tatsächlich auch einigermaßen funktioniert. Ich würde gerne zum Schluss Patrick Ovomoyela fragen. Sie haben in Bremen sehr erfolgreich gespielt, in Dortmund vor allen Dingen auch sehr erfolgreich gespielt. Haben Sie dort jemals mit Ressentiments zu tun gehabt, in diesen Mannschaften? Auf dem Platz geht es ja manchmal auch sehr derb zur Sache. Unter den Sportlern selber? Ja, ich habe auch dazu mehrfach schon gesagt, dass man da oft... Man fängt dann an zu distanzieren oder zu unterscheiden. Also sprich, wenn ich im Fußball bin und irgendeiner, dem trete ich vor Schienbein, der ist sauer und der will mir jetzt irgendwas. Und ich habe leider nicht so eine Nase und ich habe nicht solche Ohren und ich habe keine schiefen Augen. Da muss er irgendwas finden, womit er mich sofort trifft. Und da ist es natürlich auch vorgekommen, dass es dann hieß, schwarze Sau oder ne, in diese Richtung. Das will ich nicht ausschließen. Ob das aber mit demselben Hintergrund geschehen ist, wie es solche Kampagnen sind, das mag ich erstmal zumindest voneinander zu trennen. Ich glaube, da sucht man dann das Erste, was einem einfällt. Und hätte ich jetzt so einen Zinken im Gesicht hängen gehabt, hätte er wahrscheinlich gesagt, du Nasenbär oder sowas. Also da unter Sportlern wirklich rechtsgerichtete Anfeindung habe ich so nicht erlebt. In den Stadien wieder ist das was anderes. Gerade zu meiner Amateurzeit oder auch in der zweiten Liga noch, wo ich auch viel in, ich sag jetzt mal, im Erzgebirge gespielt habe, in Leipzig, in Dresden und so weiter und so fort. Da kam von den Rängen dann doch das ein oder andere Wahrnehmbare, was so anmutete wie halt solche Kampagnen. Das kann man aber nicht ausschließen. Das ist auch in der Bundesliga und auch im Westen oder im Süden oder im Norden nicht von der Hand zu weisen, dass in den Stadien immer noch Gruppierungen sind, die genau dieses Motto, diese Denkweise vertreten. Aber zum Glück wird der Kanal oder wird darauf mehr geachtet, dass die sich nicht mehr so präsentieren können, wie sie es, ich sage jetzt mal, vor 10, also zum Beginn meiner Karriere, vor 15 Jahren noch machen konnten. Ja, danke Ihnen ganz herzlich und fragen Herrn Schießler, der als Pfarrer in München ist, wo das Ganze mit der Willkommenskultur ja begonnen hat. Wie haben Sie das wahrgenommen? Hat sich da im Laufe der Zeit in den letzten Monaten die Stimmung verändert, innerhalb der letzten 12 Monate oder 9 Monate? Im Umfeld nicht. Wir haben ja dann, als diese vielen Menschen kamen und als wir gemerkt haben, wir müssen irgendwas tun, haben wir dann begonnen, bei uns in Heiliggeist, Alfons ist Nachbar, den Münchner Pfingstkalender eingeführt. Das heißt, wir haben jeden Abend sperren wir die Kirche zu und dann sperren wir sie auf wie so ein Pfingsttürchen. Und dann ist immer Überraschung da. Musik und ein Prominenter, Alfons war auch beim ersten Pfingstkalender dabei. Und wir unterhalten die Leute eine Stunde mit Musik, mit Gespräch. Und die ganzen Erlöse, die wir da gesammelt haben, dann für diese Flüchtlinge, die zu uns kommen. Und das hat so einen Anklang gefunden. Wir gehen heuer das dritte Jahr mit diesem Pfingstkalender ins Spiel. Ich selber war zum Beispiel bei dieser Willkommenskultur, als man die Menschen am Bahnhof empfangen hat, die Tage nicht in München, aber es gibt so eine schöne Szene, wir haben Firmlinge, also 13, 14-jährige Jugendliche, haben mir da WhatsApp geschickt, wir wollen irgendwas tun. Da habe ich zurückgeschrieben, ja, was wollt ihr denn tun? Pause, da kam die WhatsApp zurück, wir kaufen jetzt Windeln und fahren zum Bahnhof. So, und da haben wir gedacht, siehst du, ich weiß, das ist gut, wenn junge Leute so ticken und keine Angst vor Fremden haben. Das, was Sie da geschildert haben mit diese Angst vor einem farbigen Menschen, das hat es nach dem Krieg auch gegeben. Gell? Ich habe mit alten Leuten gesprochen, die mir erzählt haben, wie sie die ersten GIs gesehen haben. Denen haben sie dann nicht einmal die Hand geben dran, weil sie gewusst haben, ob das dann abfärbt und so weiter. Aber das war nicht rassistisch unterwandert. Die Gefahr, die wir heute haben, ist, dass solche Leute, solche sogenannten Politiker, das wirklich nur ausnutzen, um Menschen umzudrehen. Um diese Welle sozusagen einmal abzusaufen. Das ist gefährlich und da müssen wir uns dagegen stellen. Herr Schießler, wir haben gerade über Fußball gesprochen. Was kann denn die Kirche vom Fußball lernen? Sie sind ja sowas. Was kann sie lernen? Die Leidenschaft. Sie sind ja sowas wie der BVB unter den Gotteshäusern. Ja, ne? Immer also ausverkauft bei Ihnen, die Hütte. Also Eiser oder? Wir müssen jetzt...
Wir müssen es unterscheiden. Der Alfred Schubeck ist ja bekanntlich Roder. Also bei uns ist das nicht politisch, sondern fußballerisch Bayern angestellter Fan oder was auch immer. Und ich bin ja von Geburt an Blauer. Ich hab, 1860, ja. Ja, ich glaube, ich habe schon blaue Windeln noch gehabt. Keine Ahnung. Und da war ja noch 2 Jahre Kaplan in Giersing, bis damals aufgestiegen sind. Also ich, das ist wie eine Konfession, die kannst du nicht ablegen. Aber was haben Sie denn gelernt für Ihre Arbeit? Ich meine, das letzte Spiel gegen Paderborn, da bist du mal da draußen, wo wir gewonnen haben und den Klassenerhalt geschafft haben. Und ich stehe da draußen, 56.000 Zuschauer in der Allianz Arena. Mir, das und wenn es anders gespielt hätte, dann hätte es im Pokal gegen Bayern gespielt. Ja, aber ja, da habt ihr verloren. Ja, ja, aber dieses Klima, das da drin ist, wie die Leute leiden und wie die Leute fiebern, da denke ich mir wieder, das muss ich doch auch zusammenkriegen in meiner Kirche. Das gibt es doch gar nicht. Ja. Bei mir geht es um Leben und Tod und da geht es um einen Klassenerhalt. Predigt er auch so, Alfons? Ja, ja. Also er ist einer, man muss ein bisschen... Ich sage mal so, wenn jeder Pfarrer so wäre wie er, geht's auch nicht. Weil da ging es ja zu in der Kirche, da wird die Wolke ziemlich spät wieder mal weggehen. Vor allem werden alle stockbetrunken. Ist es wahr, dass Sie an Weihnachten gelegentlich mal Sekt ausschenken in der Kirche? Hat mal ein Journalist gesagt, wollen Sie es jetzt mit Alkohol in die Kirche bringen? Also erstmal gibt es den Sekt nachher und nicht vorher. Aber den gibt es von Ihnen, ja? Es war eine Idee der Jugendlichen. Die haben mal gesagt, so, jetzt haben wir wunderschöne Christmetten gehabt, jetzt haben wir Stille nachgesungen, haben wir gewarnt, alles war wunderbar. Ja. Und dann gehen wir heim. Was machen wir noch? Dann schalten wir den Fernseher ein und dann schauen wir den Papst in Rom. Das ist auch langweilig. Sagen wir klickelwach, wie man bei uns hat. Aber das ist doch ein Geburtstag. Ja, ist ein Geburtstag. Ja, aber da ist doch eine Party. Wo ist die Party? Dann sage ich, ja, dann machen wir halt eine Party. Und die begann bei mir in der Wohnung, nur mit ein paar Jugendlichen. Ja, wohnt ums Eck rum. Ja, ja. Dann sind die Eltern mitgekommen. Irgendwie war die Wohnung dann zu klar, weil schon 40, 50 Leute da waren. Dann sind wir ins Pfarrheim. Aber das ist auch mal zu klar. Dann habe ich gesagt, bleiben wir gleich in der Kirche, weil die Leute bleiben wollen. Die betten miteinander, die heulen miteinander. Die jammern miteinander und die feiern miteinander. Das heißt, die wollen, Sie haben in der Kirche Sekt ausgeschenkt? Wir haben in der Kirche sogar so einen kleinen Christkindlmarkt. Da sind verschiedene Buden drin. Aber Sie haben Sekt ausgeschenkt an Jugendliche in der Kirche, ja? Also wir achten ganz genau darauf, dass nur Volljährige einen Alkohol kriegen. Nein, ich will doch nur darauf hinaus. Dass da ein sehr unkonventioneller Priester heute und ein Pfarrer bei uns heute sitzt, der mit einem Titel, ich meine, das ist ja ein Fluch, ne? Himmel, Herrgott, Sakrament, ist ja in Bayern ein gängiger, bekannter Fluch, oder nicht? Das hat man früher bei Knoblauch, bei den Ägyptern auch gemacht. Ja? Da hat man auf dem Knoblauch Flüche ausgesprochen, weil der Knoblauch war heilig. Ja. Und der hat den Leuten einfach, der erste Streik auf der ganzen Welt hat ja stattgefunden, 2554 vor Christi, als die Sklaven beim Bau der Cheops-Pyramide keinen Knoblauch mehr bekommen haben, haben sie gesagt, sie hören auf, weil sie Angst hatten, dass sie Sumpffieber ist, gleich Malaria kriegen. Und erst als sie wieder Rettich, Knoblauch und Lauch angekarrt haben, ist weitergegangen. Und das, was du machst, ist letztendlich einmal wieder das, sagen wir mal, ohne dass jetzt jemand beleidigt ist, dieses Verstaubte, dieses Ehrfürchtige, mein Pfarrer ist da hinten und der hat so gewandt dann mit so einer Stola. Ja, ja. Und dann kommt jetzt einer daher und sagt, was willst du? Geh mal her, und dann sag ich dir was. Aber das, was du machst, ist auch, nicht so. Sondern er ist einer, der wieder Charme, der Wärme. Das ist wie wenn du eine Niere hast, die nicht mehr arbeitet und auf einmal fließt wieder das Blut durch. Und das ist das, was man sagt, jetzt geht's wieder. Und das, was er macht, ist, dass er der Kirche wieder, sagen wir mal, einen anderen, nicht, ich möchte jetzt nicht sagen, Blutdruck gibt, gell? Aber du machst etwas, was... Eine Wellness-Behandlung? Ich glaube nicht, dass du der Einzige bist. Du bist halt einer, der fleißiger ist, der am Oktoberfest 14 Mal das Bier da tragt und werkelt und macht und tut. Und wenn du den siehst, der rennt sowieso rum. Und du sagst, bist der Pfarrer, dann sagst du, ja, Fasching war schon, ja. Aber wer ihn kennt, Er ist eine Ikone da dort. Haben wir das vertraglich schon trockene Tücher, dass du meinen Nachruf machst? Also, ja, das klingt da warten wir aber noch. Ja. Nein, aber Herr Schießler, ganz grundsätzlich, worum es mir geht. Wir haben einen wunderschönen Satz, der ist Ecclesia Semper Reformanda. Die Kirche ist immer zu reformieren. Und ich bin seit 30 Jahren in dieser Kirche drin. Ich bin drin als Priester, weil mich begeisterte Menschen in diese Kirche reingebracht haben. Das begann ganz klein bei meinen Eltern. Das begann bei Priestern, die mir, weil der Zölibat angesprochen war, in einer Herzensfrische
so gelebt haben, dass man denkt, Mensch, so kann der eigentlich auch leben. Das ist ja fast schon ein Abenteuer, das ist ja toll. Mhm. Darum bin ich mit dabei. Und ich kann es nicht einfach mit ansehen, dass rechts und links alles wegbröckelt, weil es doch eigentlich ganz einfach wäre, die Menschen zu gewinnen. Das meinte ich ja. Mit einer authentischen Botschaft, eine ganz einfachen Sprache. Und zwar, weil wir beim Fußball waren, wir in einer Leidenschaft. Es gibt dann so einen wunderschönen Satz, der lautet, den habe ich ihm gerade in einem Buch geschrieben, eine Predigt, die nicht bewegt, ist nicht einmal für Katz. So, und so ist es bei einem Fußballspiel auch. Weil ihr werdet auspfiffen, wenn ihr euch bloß die Pässe zuspielt, aber nicht nach vorn geht's. Das müssen wir in der Kirche auch machen. Wir nach vorne nach vorne gehen, ja. Offensiv spielen, die Leute direkt anreden, in ihrem Gefühl ansprechen. Der da drin sitzt, der muss spüren, dass das Evangelium, was ich gerade vorgelesen habe, mich anspricht, mich bewegt, dass es mich selber betrifft. Aber das geht ja nicht nur verbal. Ne? Ich meine, das Problem haben ja ganz, ganz viele. Und Sie sind eine große, große Ausnahme. Ich sag, Ihre Kirche ist voll. Und die große Frage ist, warum ist die voll? Diese Kirche in Zeiten, in denen Kirchen normalerweise eigentlich immer leerer werden und Menschen zu Zehntausenden mittlerweile aus den Kirchen, aus beiden übrigens, austreten, jedes Jahr. Ihre Kirche ist voll. Also was ist das Geheimnis Ihrer Arbeit? Wie machen Sie es? Wie schaffen Sie es, die Leute, auch die jungen Leute, trotzdem zu erreichen? Und wofür begeistern Sie die, Alfons? Früher hat man ja vom Pfarrer einen gewissen Respekt und Angst gehabt. Der ist aus der Sakristei raus, hat dann sein Ding runtergelesen, ob er es kennen hat oder nicht, hat dann die Wandlung und dann war der Fall vorbei und hat eine Predigt gemacht, mehr oder weniger gut oder nicht gut. Dann hast du den Pfarrer nicht mehr gesehen. Er steht drin, er ist mitten drin. Wenn er in der Kirche ist, dann glirrt es, dann ist was los. Das ist nichts normal. Das ist einfach Leidenschaft. Und da merkst du, der macht es, der liebt seinen Beruf. Ja. Und dass manchmal dann ein Wort fällt, das vielleicht nicht... Salonfähig. Ja, das ist Bayern. Wenn man das nicht sagen darf, dann lassen wir es bleiben. Und wenn ich was sagen darf, so vorhin, ja. Ich koche jetzt seit 50 Jahren. Ich habe ein Jahr, da war ich 18 oder 19 Jahre, da habe ich ein Jahr in Paris gearbeitet. Dann wurde mir gesagt, beim Arbeitsamt für Vermittlung, da brauchst du gar nicht hinfahren, die Franzosen, die wollen keinen Deutschen. Ja. Da habe ich mein Auto geparkt an der Champs-Élysées, konnte kein Wort Französisch und habe von Lokal zu Lokal gefragt, wer Deutsch kann, damit ich einmal mein Problem vortragen kann. In der Mitte der Champs-Élysées hat es ein Lokal gegeben, das hat geheißen Le Colisée. Da war ein Elsässer da und der hat mich dann dem Chef vorgestellt und dann hat er gesagt, da kannst du gleich kommen. Bin ich gleich heimgefahren bei der Nacht, habe meinen Koffer geholt, am nächsten Tag habe ich mein Auto an der Champs-Élysées geparkt, um 8 Uhr war ich wieder da. Und da musste ich nur mit Marokkanern, mit Leuten, die eine andere Hautfarbe arbeiten. Und da hast du geschwitzt, der Schweiß ist runtergetropft, das war ja eine ganz andere Küche. Und dann hast du dich so angeschaut, dann haben wir alles Gleiche gedacht, scheiße, heißes Bier hätten wir gern, geht nichts. Und nach der Arbeit, wenn wir zusammen, da waren ja 5 Nationen da, gearbeitet haben, haben wir uns ein Bier gekauft. Ich konnte kein Wort Französisch, keins. Aber du hast dich nur angeschaut, dann hast du gelacht und gesagt, das haben wir jetzt wieder gepackt. Und so, das ist das ja bis heute eigentlich in deinem Betrieb. Ja, das sind ja Menschen aus allen Nationen. Ja. Und so habe ich, 50 Jahre gearbeitet und ich könnte ohne diese Leute, die heute andere Hautfarbe haben, wird es in Deutschland keine Gastronomie geben, das sage ich dir gleich, weil die machen die Arbeit, die die Deutschen nicht machen. Ja? Und wenn ein Deutscher da mit Handschuhe reinkommt, ich möchte das nicht über die Deutschen schimpfen, ganz im Gegenteil, bin ja auch einer, ein Bayer, entschuldige. Und ist das so, was anderes, ja. Ja, ein bisschen anders, ja. Und wenn dann sagt sie, aber Sie müssen wissen, wenn dann da was reinlehnt und den Handschuh, kann es sein, dass ich einen Ausschlag kriege. Ich würde gerne als Spieler arbeiten, aber es kann sein, dass ich einen Ausschlag kriege. Dann kann der gleich nicht betonieren. Betonieren, norddeutsch klatschen. Ja. Also eine hauen. Ja, nicht so. Bewegter Streicheln. Bewegter Streicheln. Nein, aber ich möchte damit sagen, sind wir doch froh, wenn wir eine Arbeit haben, sind wir froh, wenn wir gesund sind. Ja. Was haben die mir für Probleme gegenüber anderen Ländern, die nicht mehr wissen, wie sie ein bisschen Brot irgendwo herbringen. Und wir jammern auf hohem Niveau und legen uns jetzt mit Menschen an, wo ich das Glück habe, dass ich seit 50 Jahren mit solchen Leuten arbeiten darf und richtig gut arbeiten kann. Und ohne denen hätten wir die Leistung nicht gebracht. Ja. Das muss ich auch mal sagen. Weil das ist etwas, was Alfons Schubeck und mich verbindet, weil wir da wirklich fast identisch arbeiten. Er schwört auf das Produkt, ich genauso. Unser Produkt ist das Evangelium, das ist das Beste, was wir haben. Er schwört darauf, wie ein Produkt verarbeitet wird. Als Koch, ich als Pfarrer davon. Er schwört darauf, dass die Atmosphäre in einem Lokal stimmt, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis wird. Wir haben so viele Gemeinsamkeiten und vielleicht habe ich auch vom Alfons da wirklich eine ganze Menge gelernt. Nur zu der Frage, was ist anders? Pfingstsonntag, Meisterfeier auf dem Marienplatz, ich zugleich 50 Meter daneben, Patrozinium,
Heilige Geist-Patrozinium. Ich gehe in die Kirche brechend voll, ich weiß gar nicht warum. Rotes Messgewand, weil es Pfingsten ist. Ich stelle mich hin und sage, liebe Leute, ich wollte jetzt nur darauf hinweisen, dieses Messgewand hat nichts mit den Roden zu tun. Gell? Wir feiern hier Pfingsten, die Roden sind da drüben. Gell? Und der Messgewand habe ich einen 60er Schal drunter gehabt. Sag ich nur, damit ihr es wisst. Gell? Ich bin nicht übergewandert. Und dann lachen die Leute. Und die gehen dann raus mit einem Lachen. Sie gehen aus meinem Tempel, wo die Erlösung gefeiert wird, und spüren die Erlösung. Und ich glaube, das haben wir verlernt. Das ist das Beispiel, was der Alfons gebracht hat. Und darum geht es mir. Erlösung spüren. Alfons hat gerade gesagt, wenn Sie in der Kirche predigen, auch dann vibriert die Kirche. Manchmal vibriert es aber auch deswegen, weil Ihr Handy gerade angeht. Ja, oder ja. Ja, wenn es lautlos ist, denke ich mir, naja, enjoy it, baby. Gell? Das ist ja ganz schön, gell? Ja, aber ist das auch eines der Geheimnisse? Sie sind rund um die Uhr für Ihre Leute da? Also man kann Sie 24 Stunden am Tag anrufen? Also ich habe bei mir neben dem Pfarrhof an der Isar einen Kiosk, der 23 Stunden auf, eine Stunde muss er putzen. Der hat diese Konzession. Und ich denke mir, wie würde gerade jetzt, wenn es so schön Wetter ist, wenn dann um 4 in der Früh ist, dann eine 100 Meter lange Schlange, die dann da einkaufen, sage ich, mir hat arme, dass die vor meiner Kirche auch so ausstehen, gell? Das gibt es ja gar nicht. Dann habe ich mit dem Harry, dem Kärtner, habe ich gesagt, wie bitte magst du das, dass du da immer so viele Leute hast? Sagt, du musst da sein. Am Kiosk, ja. Und dann gehe ich in meinen Pfarrhof, dann gehe ich in mein Pfarrbüro und da ist ein Schild dort, Bürozeiten von bis. Sag ich, genau, das ist das Problem. Wenn bei mir jemand anruft, der kommt mit einem Anrufbeantworter, nichts anfangen. Er muss mit jemandem sprechen. Mhm. Wenn ich da bin, gehe ich hin. Wenn ich nicht hingehen kann, wie jetzt während der Sendung, mache ich eine Rufumleitung, kann man anrufen, ist irgendein anderer dran. Du musst jemanden treffen, wenn du auf Kirche bist. Ja, verstehe ich. Aber trotzdem, Herr Schießler, weiß man ja auch, also auch von vielen Kollegen von Ihnen, Sie sind zwar einerseits für alle immer da, sind aber gleichzeitig der einsamste der Mensch auf Erden, wenn es mal darum geht, dass Sie einen brauchen. Ja, haben Sie diese dunklen Momente nie, dass Sie das Gefühl haben, da sitze ich in meinem Zimmer und es ist mein ganz persönlicher Knast, mein Alcatraz? Ja, das in 30 Jahren ist das schon oft passiert. Man muss sie organisieren. Ich denke, so wie man lokal organisieren, muss man so sein Leben organisieren. Du musst ein Netzwerk aufbauen, du musst da unbedingt Freunde aufbauen. Du musst dir Menschen aufbauen, bei denen du wirklich du selber sein kannst. Ich kann nicht nur einen Pfarrer brauchen, wo ich auch mal beichten gehe. Ich brauche jemand, wo ich ganz ich selber sein darf, mit meinen Ängsten, mit meinen Sorgen, mit meinen Gefühlen. Und wen haben Sie dann? Ach, ganz tolle Menschen. Ja, ich bin jetzt seit 23 Jahren Pfarrer in einer Pfarrei, die haben mich übersehen. Ja, ich weiß auch nicht, aber jetzt bleibe ich auch bis zum Schluss. Aber ich bin jetzt seit 23 Jahren dort und ich habe praktisch eine ganze Gemeinde großgezogen. Ich habe eine ganze Gemeinde zum Friedhof getragen und in dieser Zeit findest du so viele Menschen um dich herum, die für dich da sind. Ja, trotzdem, das ist sozusagen die eine Qualität, die es in einer Freundschaft gibt. Ja. Aber ich rede jetzt von echter Beziehung. Ich rede jetzt von der Beziehung, die du zu deiner Frau hast. Das ist etwas, ich würde Patrick eine Menge erzählen, aber das, was ich mit meiner Frau bespreche, würde ich mit ihm nicht besprechen. Will nur sagen, oder mit meiner Mutter, meinem Vater. Ja? Ich habe keine Eltern mehr. So. Das wäre dann zum Beispiel so eine Beziehung. Gell? Genau. Aber ich habe damals, als ich 1993 nicht freigekommen bin, 1995, eine Frau kennengelernt, die Gunda, das ist ganz wichtig. Du musst es spüren, dass der Mensch da ist, dem kannst du dich ganz anvertrauen. Mhm. Und die habe ich dann gleich angesprochen, wie war denn das? Meinen Sie, Sie könnten sich ein bisschen um mich kümmern? Ich war ganz, ganz unbedarft. Und dann hat sie gesagt, ja, ich glaube, das war notwendig. Gell? Also nur vom Äußern her, wie so eine Wohnung ausschaut. Weil ich bin ein bisschen geschlampert. Gell? Unsere Lebensweise hat natürlich einen wahnsinnigen Vorteil. Ich denke mir so, wenn man abends nach Hause kommt, dann geht man ins Bad und das dann sie jetzt nie. Aber dann geht man vom Baden über ins Schlafzimmer, auf dem Weg dorthin kann man sie ausziehen. Und am nächsten Tag, es liegt dann so. Und am nächsten Tag, wie man kommt, kann man es rückwärts wieder anziehen. Ja, das verstehe ich. Es geht ganz schnell. Auf dem Rückweg, ja. Aber dann bin ich das erste Mal dann in diesen Jahren geschimpft worden. Dann hat es gesagt, wieso liegt das Gewand da rum? Da sage ich mal, die Schwerkraft, was soll ich machen? Wenn's lernen kann, das verstehe ich. Aber Herr Schießler, da muss ich jetzt nochmal nachdenken. Weil man mit Ihnen ein solches Gespräch auch mal führen kann. Ich meine, unter vier Augen erzählen die viele Priester solche Geschichten. Unter vier Augen, ja. Wir sind quasi unter vier Augen, genau. Diese Frau, haben Sie sich in die damals verliebt? Ja, und zwar in einer Art und Weise, wie es mir unwahrscheinlich viel Kraft gibt. Und zwar deswegen, weil wir niemanden irgendwas vorspielen mussten.
weil wir keine Fassade aufrechterhalten mussten, weil wir in einer Offenheit und in einer Reinheit miteinander umgehen durften, die pure Freundschaft sein darf. Mhm. Nur wenn du innerlich frei bist, kannst du für einen anderen Freiheit leben. Was ist aus dieser Beziehung geworden? Eine aufgeräumte Wohnung. Ihr habt wunderschöne Schränke. Die sind herrlich beschriftet. Die sind herrlich beschriftet. Dann steht dann dort ein T-Shirts. Darfst du anziehen, darfst du nicht anziehen und so weiter. Aber das ist nicht das zentrale Problem eines Priesters, ob die Schränke beschriftet sind. Ne? Auf jeden Fall jemand, der sich um mich kümmert. Jemand, der genauso wie ich für andere Tag und Nacht für mich da ist. Stellt man dann mal die Sinnfrage und sagt, was soll das eigentlich mit dem Zölibat zum Beispiel? Muss das eigentlich so sein? Es ist meine Geschichte. Was diese Sinnfrage bringt mir nichts, weil ich bin ja voller Freude in diese Lebensweise hinein. Ich lebe sie seit 30 Jahren. Ich erkenne darin einen Sinn für mich selber. Ich stelle ja den Zölibat als solches nicht in Frage. Tun Sie nicht? Nein, auf gar keinen Fall. Und ich möchte gar nicht, dass meine Kirche... Also finden Sie da das gut? Ab, das ist eine... Ich kann Sie nur begeistern. Machen Sie das auch. Das ist ich eine, jetzt Zölibatär, ja, es wird nicht mehr gehen, habe ich gehört. Aber, genau, ich habe schon zwei Kinder. Nachweislich geht das bei mir gut, zweimal nicht mehr. Ja. Sollte nicht gehen, nein. Nein, es ist ein wahnsinniges Abenteuer, sondern wenn mich was stört, und das spreche ich ja in diesem Buch an, das ist das Wort Pflicht, weil wir heute mit der Pflicht nicht mehr kommen können, um Menschen zu gewinnen. Ob Pflichtzölibat oder Sonntagspflicht oder was auch immer. Es gibt einen alten Satz beim Militär, der heißt, gib nie Befehle, wenn du nicht weißt, dass sie auch ausgeführt werden. Und vielleicht ist die Krise des Zölibats damit verbunden, dass es eine Bestimmung ist, über eine Lebensweise, um einen bestimmten Beruf zu ergreifen. Und ich sage, Kirche, mach dich frei. Das heißt, wir würden Sie plädieren viel mehr begeistern. Für eine Freiwilligkeit, heißt das übersetzt? Bei mir war sie auch freiwillig. Ich habe sie freiwillig gewählt. Ja. Ich habe Menschen gehabt, die mir das vorgelebt haben. Aber das ist das, was Sie machen würden. Sie würden es freiwillig. Und wir würden uns von Kandidaten nicht retten können, sage ich. Weil es wieder zu einem reinen Abenteuer wird. Ja. Und vor allem, weil die Kirche hergehen könnte und sagen könnte, wir binden unsere Aufgabe, das Evangelium zu verkünden, nicht einseitig nur an diese Berufsgruppe, die in dieser Lebensform sich verspricht, zu leben, leben zu wollen, sondern das Evangelium ist ja allen zugedacht. Wir sind getauft und haben damit alle das allgemeine Priestertum bekommen. Warum soll denn ein verheirateter Mann mit zwei Kindern, mit einem guten Leumund, ein echter Christ, warum soll dieser schlechtere Priester sein? Das heißt, Kirche würde sich öffnen. Ja. Ich mag eine Kirche, die sie aufmacht und keine, die sie verschließt. Und das ist die Frage, warum die Leute in diese Gottesdienste kommen. Weil sie merkt, da vorne steht eine Kirche, die sich den Menschen gegenüberhin öffnet und sich nicht versteckt. Mhm. Wir können Christus nicht in irgendwelchen Vitrinen und Tabernakeln einschließen. Da findet man nicht. Wir müssen ihn den Menschen anbieten. Ich meine, da sind Sie ja ganz dicht dran an dem, was gerade der aktuelle Papst in Rom auch erklärt und erzählt. Den hätte ich vor 20 Jahren schon gebraucht, denke ich mir manchmal. Gell? Denken Sie manchmal, ja? Sicher. Jetzt verstehe ich auch, warum Alfons sagte, den müsst ihr unbedingt mal in die Sendung holen, den Herrn Schießler. Das ist ein interessanter, ein unkonventioneller Pfarrer. Alfons, wäre das eigentlich mal was... Sie sind ja, das habe ich hier im Buch entnommen, das ist eine schöne Geschichte, Sie sind ja Priester geworden, eigentlich deswegen, weil Sie als Ministrant dem Pfarrer irgendwann mal im hohen Strahl in die Kirche gereiert haben. Also ich bin Priester geworden, aber das war mein Berufungserlebnis. Jeder will ja das wissen, wie bist du draufgekommen, dass Kirche was Gutes ist. Ich war 10 Jahre alt, ich habe meine erste Messe ministriert. Ich habe das wunderbar gemacht, ich war gar nicht eingeteilt, ich bin eingesprungen, man hat mich rausgeholt und ich habe das perfekt gemacht, aber ich war halt so aufgeregt. Und wie dann die Wandlungsworte kamen über dem Brot und der Priester hat das Brot durchgenommen, dann hatte der ganze Körper, ich habe gekotzt, wie auf der Wiesn. Ich habe gekotzt, es ist dann die Stufen darunter gelaufen. Ich wusste, das war die kürzeste Karriere in der Kirche in 2000 Jahren Kirchengeschichte. Ich bin heim, ich war todkrank. Und dann ruft Nachmittag dieser Priester, den ich zum ersten Mal im Leben gesehen habe, kotzenderweise, er hat mich gesehen, kotzenderweise, der ruft an, der hat meine Nummer rausgesucht, der wollte wissen, wer ich bin, ruft an und fragt meine Mama, wie geht's am Burm? Und er wollte eigentlich nur sagen, ey, stolz auf mich. Also, da sagt meine Mama, wieso stolz? Der hat euch einen Tempel vollgekotzt. Dann sagt er, nein, weil das war halt wirklich der Einzige in der ganzen Kirche, der alles gegeben hat. Das war das Erlebnis. Also
Kirche läuft mir nach. Ja. Das Wortspiel habe ich mit Sicherheit als Zehnjähriger noch nicht begriffen. Ich bin ja aufgewachsen mit seiner Theologie, bin heute sein Nachfolger in einer Funktion. Ich betreue Erzieher und Lehrer in einem katholischen Verband. Aber die Geste, mir nachlaufen, ja. Und das ist in mir drin. Dass ich sag, und deswegen kommen die Leute in den Gottesdienst. Wir müssen wieder lernen, den Leuten nachzulaufen. Ich habe meine Diplomarbeit darüber geschrieben, zur Arbeit der Seelsorge. Ich habe es nicht mehr hören können, dieses ewige Gejammere. Warum laufen die Arbeiter der Kirche davon? Ich habe gesagt, jetzt schreiben wir heute mal was drüber. Warum laufen wir denn nicht nach? Also dieser Gedanke sozusagen, ohne, wie man es heute häufig dann macht, jemanden mit Häme zu bedenken und den dann auch noch im Internet und so weiter bloßzustellen, weil er da gekotzt hat, sondern zu sagen, pass auf, ich mag dich auch so, kotzend oder nicht, es spielt überhaupt keine Rolle. Ja, dass er unbedingt wieder kommen oder gesagt, wir können ja vorsorglicherweise nächstes Mal Gefäß bereitstellen. Alfons, du hast doch auch mal als Messdiener gearbeitet, ne? Ja, aber ich muss vielleicht das ein bisschen das Radl zurückdrehen. Also ich bin jetzt 67, ich war dann auch Ministrant und wir haben andere Werte gehabt. Es gab keinen Fernseher bei uns. Mhm. Wir haben vielleicht so ein Radio gehabt, wie man heute sieht. Dann glaubst du gar nicht, dass der überhaupt noch gegangen ist. Und wir waren begeisterungsfähiger. Also wenn wir, ich habe einen Cousin gehabt, der hat gesagt, du musst Ministrant werden. Dann habe ich gedacht, ich kann kein Lateinisch, ich kann nichts. Und dann sagt, das lehre ich da. Dann habe ich da ein bisschen gelernt, die Hälfte habe ich da nicht kapiert. Dann habe ich gesagt, Duschel, dann hast du halt irgendwann aufgehört. Dann muss der Pfarrer wieder, er muss wieder einsetzen. Und wir waren richtige Lausbuben. Also für mich war das ja auch, diesen Wein zu probieren, war für mich ja auch mal was. Hast du auch gemacht, habe ich auch gemacht. Na, und dann hat mich der Messner erwischt. Und ich musste dann zur Strafe alle Ministrantengewänder in Traunstein in den Kirchturm auftragen. Und beim letzten, er ist auch mitgegangen, habe ich zugesperrt, wie er drin war. Und dann bin ich gegangen. Ist er noch drin, oder? Das weiß ich nicht. Und dann war meine Karriere zu Ende. Ja, weil du hast den Küster im Turm eingesperrt. Am Fahrer nicht. Der Messner. Ja, die waren ja früher so kantige, so ekelhaft. Ja, die Messner waren die Schlimmste überhaupt. Die haben ja einen Kopfschuss gehabt zum Teil. Ja. Manche waren seltsam, ja, das stimmt. Das würde ich bestätigen. Und das war dann, da war meine Karriere aus. Aber ich habe ja, also ich muss sagen, wir kommen aus einer Zeit, wo wir viel begeisterungsfähiger waren. Heute hast du ein Handy, du weißt in 5 Minuten alles, was auf dieser Welt passiert, du weißt alles. Wir haben uns herangetastet, wir haben uns unser Leben langsam entwickelt, wir haben uns noch mehr gefreut auf alles. Für uns, ich weiß nicht, wir haben da im Wald gewohnt und da, wenn wir in die Mette gegangen sind, so 4 Kilometer, dann hat es so 23, 24 Grad Minus gehabt. Du hast jedes Krachen gehört, die Nasenhaare sind dir eingefroren, gefroren hat es dir wie ein Hund. Die Schuhe, die sind jetzt momentan nicht nass geworden. Das konnte die Hosen nicht. Konnten von selber stehen. Und dann, wenn du in der Kirche warst, auf einmal begann das alles zu tropfen. Die einen haben geschnarcht hinten, ja, die älteren Herrschaften dann. Du bist da vorne, wenn alles war nass. Und also, dann hast du gedacht, hoffentlich komme ich bald wieder heim. Hoffentlich komme ich wieder heim, weil du hast dir irgendwas gekriegt. Und da wolltest du dann spielen oder was auch immer. Richtig. Also wir haben das ja gar nicht so geschnallt. Aber jetzt, wenn ich nachdenke, das war eine wunderschöne Zeit, mit welch einfachen Dingen wir zufrieden waren. Und was musst du heute den Menschen bieten, dass sie einen Hauch zufrieden sind? Wenn der das nicht kriegt, die Playstation, das nicht kriegt. Und jetzt haben wir eine ganz andere Kraft. Also wir gehen mit diesen Dingen anders um. Verstehst du? Ich hab auch 250 Angestellte. Ja. Du musst ja denken, ich muss mit jeder Nation, wenn der heute kommt, rede ich mit dem. Sag, ich huck dich her, trink mal einen Kaffee. Ja. Das ist für mich selbstverständlich. Weil den brauche ich ja. Stell dir mal vor, mein Spüler geht. Weißt du, wer dann abspült? Ich. Mhm. Ja, wenn er nicht da ist, wer soll denn abspülen? Ich kann dir, wenn du kommst, keine dreckigen Teller geben. Also muss ich schauen, dass sie sauber sind. Also muss ich mit dem gut auskommen und dem seine Sorgen und seine Nöte mir anhören. Ob ich ihm helfen kann, ist was anderes. Aber man kann viele Dinge im Netzwerk in einem Betrieb machen. Und deswegen muss ich immer präsent sein. Du wirst es wissen, wenn wir Landskoch gemacht haben, da bin ich immer heimgeflogen. Ich war der Letzte, der immer heimgeflogen ist. Am nächsten Tag um 6 in der Früh bin ich mit der ersten Maschine schon wieder gekommen, weil ich wollte präsent sein. Auch der Gast erwartet von mir, dass ich zumindest sage, Servus, habe ich Ehre. Ich erinnere mich an diese Zeit sehr gut und musste es dann erstmal mit Elektroschocks wiederbelebt werden am nächsten Morgen, damit er überhaupt wieder sozusagen hergestellt war. Ja, weil in der Zwischenzeit im Fitnessstudio war. Letzte Frage, Alfons, wäre das jemals was für dich gewesen, Priester zu werden? Da habe ich mir nicht nachgedacht. Ich glaube, ich hätte es nicht über die, ich werde nicht. Bei mir ist es zu früh eingeschossen, das andere, verstehst du? Ich hätte nicht diesen Kraft gehabt zu sagen, dem kann ich widerstehen. Das glaube ich nicht. Heiner Geißler. Aber ich muss nicht, sagen wir mal, ich kann auch so gläubig sein. Weißt du? Ja, es gibt Menschen, die nur zum lieben Gott schreien, wenn sie ihn brauchen. Ja. Ich finde, wenn du einen Glauben hast, ist was ganz was Wichtiges. Mhm. Der gibt dir Unbewusstes, wie ein Mensch, der neben dir geht, pausenlos, ohne dass du ihn siehst. Und der dich von Haus aus stärker macht. Weil der liebe Gott gibt dir nur so viel zu tragen auf, wie du ertragen kannst.
Und wenn du das weißt, kannst du nicht untergehen, weil du findest immer wieder eine Lösung. Und wer das Leben im Lift fährt, der wird nicht viel erreichen. Aber wer die Stufen des Lebens langsam selber geht, der wird sehr, sehr weit kommen. Nicht finanziell, sondern da oben. Und das ist für mich etwas Wichtiges, zu teilen, to share. Weißt du, man kann Glück teilen, man kann auch Geld teilen. Und man kann Eindrücke teilen. Nicht jeder versteht's. Markus, du bist da ganz einfach auf dem Bauernhof aufgewachsen, ja, und hast auch diese ganze... Ich sage immer, die wirklich schönen Sachen im Leben kann man sich gar nicht kaufen. Reines Geschenk. Gibt's alle umsonst. Das ist so. Also, danke euch beiden sehr herzlich. Beatrice Egli ist bei uns, die ich gerne fragen würde. Dankbarkeit, Beatrice, ist es auch bei Ihnen ein großes Thema? Sehr großes Thema. Und bei wem bedanken Sie sich dann, wenn Sie morgens aufwachen? Es fängt, glaube ich, schon, als Kind kann ich mich erinnern, man geht abends ins Bett und dankt für den Tag. Also bei uns war Schützengel im Main, lass mich dir empfohlen sein, und betet mit der Familie, dass man genug zu essen hat, dass wir gesund sind. Also es fängt bei uns ganz klein angefangen und irgendwann wird es immer mehr, man bedankt sich. Man merkt auch, also umso älter man wird, umso dankbarer werde ich, merke ich. Weil ja, man gut, plötzlich merkt, was man wir eben alles haben, was für einen Luxus wir alle leben hier. Ja. Aber das eine ist ja sozusagen dieser kindliche, fast naive, schöne Glaube, den man so lebt. Aber jeder von uns, glaube ich, kennt das. Also ich von mir ganz massiv. Irgendwann kommt die große Krise und dann willst du von alledem gar nichts mehr wissen und setzt dich auseinander und begehrst auf. Und dann wird das sehr, sehr anstrengend und mühsam. Und den Weg zurückzufinden, das ist nicht einfach. Ist das bei Ihnen so, dass Sie da tatsächlich sich auf so eine fast kindliche, naive Art und Weise immer noch so fallen lassen können und sagen können, passt schon, da ist irgendjemand, der auf mich aufpasst? Ja, ich glaube, das Kind in mir habe ich mir sehr bewahren und merke auch, dass es bei uns in der Familie, dass jeder das in sich noch trägt. Und es ist manchmal dieses, ja, es passiert sehr viel auf der Welt und wir alle beschäftigen uns mit allen Themen und es ist sehr viel los. Und trotzdem, um helfen zu können, um da zu sein, um Volk zu sein, müssen wir uns selber auch bewusst sein, was wir können, wie wir helfen können, wie wir da sein können. Und da fängt es an, dankbar zu sein, worüber, was wir haben und was wir sind. Sie sind ganz bodenständig in der Schweiz als Tochter eines Metzgers, ja, wie man in Bayern sagt, auf die Welt gekommen. Genau. Das ist ein toller Beruf. Was war denn der Plan fürs Leben? War der Plan fürs Leben, irgendwann in diesen elterlichen Betrieb einzusteigen? Oder war klar, da gibt es noch was anderes und das möchte ich gerne machen? Ja, seit ich 9 bin, wollte ich nur eins, und das ist Schlagersängerin werden. Warum Schlager? Warum nicht die Beatles oder sowas? Bei mir, ich bin mit Schlager aufgewachsen und es hat mich gepackt. Ich hatte von Anfang an diese Leidenschaft, die andere bei Fußball haben oder so, war bei mir der Schlager, der mich also einfach gepackt hat. Wann kam Jürgen Drews in Ihr Leben und Jürgen warum? Kam ein bisschen später, Costa Gordales kam, Brunner und Brunner kam. Also es kam Michelle, Michelandros, also kamen ganz, ganz viele. Und ich habe gemerkt, ach, das gibt mir so dieses Feuer, was andere beim Fußball spüren. Da merke ich, ach, ich liebe das, ich mag das. Und aber Schlager, ja? Ja. Nie? Also, deutsche Sprache. Ich finde das so schön, in der Sprache zu singen, in der ich alles verstehe. Also und nie geschwärmt für Aha oder so, sondern eher für die Flippers, ja? Ja, eher für die Flippers. Oder andere haben für Blümchen, Britney Spears, bei mir war es Michelle. So, und wenn dann die Tochter mit 9 Jahren sagt, pass auf, Mama, Papa, also das mit der Metzgerei, das wird nichts, eure Würstel verkauft ihr selber, ich bin jetzt eher auf Jürgen Drews unterwegs. Ja, das Ding ist, sie hat trotzdem was für Würstel verkauft und mitgeholfen, da kommt sie einfach nicht weg. Also man arbeitet natürlich heute noch immer mit, das gehört einfach so nach dem Motto, das Kind wird irgendwann wieder zur Besinnung kommen, ja? Bestimmt, haben sie auch lange versucht. Ich weiß, ich bin zum Berufsberater, die dachten, ja, Beatrice mal zum Berufsberater schicken, damit was Anständiges lernt. Ich komme nach Hause, mit Musicalschule, mit Schauspielschule und so, was man alles machen könnte, um diesen Beruf zu erlernen, Sängerin zu werden. Und meine Mutter, ich kann mich erinnern, sagte, was jetzt beim Berufsberater, wo warst du denn jetzt eigentlich? Ich so, ja, aber man kann das auch lernen. Und die meinte, so, lernen was Anständiges, das muss man ein richtiger Beruf sein. Und dann habe ich mich entschieden, Friseurin zu werden, denn es gab dann schon keine Widerrede so zu Hause, von wegen hier, wenn du schon nicht im Betrieb arbeitest, dann was Anständiges lernen, auf jeden Fall. Aber dieser Wille, dieser Wunsch war unbedingt da und Sie haben dann ja parallel das gemacht, was viele junge Musiker leben, Hochzeiten stehen dann an, wo man dann singt und spielt, nachts und spätabends irgendwo und so weiter. Ich habe das in jungen Jahren auch oft gemacht, vor irgendwelchen Reisebussen aufgetreten und oft sehr erfolgreich den Saal leer gespielt mit meinem Bruder zusammen. Okay. Ist Ihnen das auch passiert?
Ich kann mich so an einen gewissen Auftritt erinnern, wo du so im Einkaufscenter stehst und die Leute einfach weiterlaufen und du denkst, oh Gott, ich möchte im Boden versinken. Aber ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass das dazugehört. Also auf allen Hochzeiten zu spielen. Im Fußball, man spielt auch jedes Spiel und man denkt manchmal, mein Gott, man wird auch rausgepfiffen, wenn man schlecht spielt. Ich wurde auch mit Flaschen beworfen, als ich auf der Bühne stand. Ich habe ja auch mal Musik mich versucht für ein paar Monate, als ich 18 war. Und auf der Popcom in Köln damals, was die Popcom, ja, Musikmesse, da, ja, RTL-Bühne war es, glaube ich, wenn ich das hier sagen darf. Und da flogen dann Flaschen. Was hast du da gesungen, Patrick, wenn ich kurz Unsere Gruppe hieß Yam Yam, das Lied hieß Planet Love. Da war Colleen Fernandes zum Beispiel, war auch Mitglied. Mehr oder weniger, ja. Und da ist das Playback nämlich gerissen. Und dann, schöner Moment, und dann, genau, dann steht man da und es leiert nur noch irgendwie. Milli Vanilli 2.0. Und da stehen die Leute mit und dann fliegen Flaschen. Aber man muss weitermachen, wenn man die Leidenschaft hat. Ja. Ich hatte eine noch größere, zum Glück, will ich behaupten, dann für den Sport. Ja. Es war nicht verkehrt, weil noch mehr Flaschen hätte ich vielleicht nicht ertragen. Aber ich kenne das und das gehört dazu. Ja, ich glaube, es gehört wirklich dazu. Und Sie haben dann gesagt, ich gehe jetzt den Weg, den man ja, also von dem viele Künstler sagen oder Musiker auch sagen, gerade auch am Anfang, mach das nicht, das ist nicht gut fürs Image, da wirst du eigentlich nur verheizt, weil medial wirst du dann mal kurz aufgeblasen wie so ein riesengroßer Luftballon und dann, wenn es vorbei ist, ist die Luft wieder raus. Du bist trotzdem zu DSDS. Ja. Warum? Ja, also bei mir war es wirklich, ich habe es auf so vielen Hochzeiten gespielt und eigentlich musste ich immer nebenbei arbeiten, um wieder eine neue Anlage zu kaufen, um wieder zu investieren. Und habe einfach gemerkt, also irgendwann möchte ich gerne mal Miete bezahlen können, irgendwann möchte ich mal Versicherung bezahlen können. Und habe gemerkt, ich muss jetzt einen Schritt wagen. Also in der Küche, man ist auch wahrscheinlich in Hunderten von Küchen gekocht und irgendwann merkt man so, und jetzt ist der Zeitpunkt da, ich bin bereit, ich kann alles, aber ich muss jetzt selber was auf die Beine stellen. Und dieser Mut und diese vielen Auftritte, die man manchmal auch eben schlecht oder unschön erlebt hat, haben mir auch diesen Mut gegeben, jetzt was zu wagen. Und das Wagen war in dem Falle, sich in der großen Öffentlichkeit zu stellen. Und mir war ganz klar bewusst, es kann auch voll daneben gehen. Ja. Das heißt, dass mir ganz viele Bühnen danach verwehrt bleiben, weil es einfach heißt, oh, das war doch die so schlecht war oder das passiert. Aber und dann aber auch mit Schlager zu DSDS, muss man sich auch erst mal trauen. Ja, und das ist so etwas bei mir, so wie ich normal aufgewachsen bin, dass in meiner Klasse Dunkelhäutige waren, Italiener waren, Türken waren. Für mich war das normal, mit Schlager aufzuwachsen, was ich nie verstanden habe. Warum wird Schlager ausgeschlossen? Warum muss das jetzt? Warum heißt es, wenn man Schlager singt, ist man anders? Also ich bin so aufgewachsen, dass das nicht so ist und habe dann schon gemerkt, umso größer die Öffentlichkeit wurde, umso mehr war das so, die Schlager, das passt ja da nicht hin, das gehört da nicht hin. Und schön, dass ich da was brechen konnte und zeigen konnte, dass es auch da keine Grenzen gibt. Gerade in eurer Welt geht es ja wahnsinnig einfach um Image. Ne? Es geht ja auch um Musik, aber in allererster Linie geht es ja um die Frage, wofür stehst du auch? Ne? Das ist ja bei Musikern besonders wichtig, die Frage, wofür stehst du eigentlich? Also dieser Coolness-Faktor, der in der Musik ganz, ganz wichtig ist, ist natürlich mit Schlager nicht unbedingt verbunden. Ne? Ich finde schon. Also, was ist cool, was ist uncool, was ist trendy? Es ist ja generell immer so ein Thema. Aber ich glaube auch, ein Fußballer wird nicht Profi oder ein Koch wird nicht so zum Spitzenkoch oder ein Pfarrer wird nicht der beliebteste Pfarrer, weil er berühmt sein will oder weil er sich präsentieren will, sondern er hat was in sich, was brennt. Und das ist meistens Coolness, zu sich zu stehen, die Coolness zu sagen, ich bin gut genug und ich schaffe das und ich glaube an mich und den Weg zu gehen und zu sagen, ich will das unbedingt. Und das habe ich einfach gemerkt, dass bei mir dieser Wille sehr, sehr stark war und ich unbedingt diesen Weg gehen wollte, egal was passiert. Und ich lebe immer noch und auch heute, weil Erfolg, was ist Erfolg? Ich finde, alle Eltern sind erfolgreich, die Kinder großziehen und in die Welt schicken und erfolgreich das schaffen. Ich finde einfach, es ist so, dieses Feuer zu bewahren und trotzdem zu sagen, was ist denn cool? Ich finde das cool und ich stehe dazu, dass das cool ist. Und nicht von außen wieder Meinungen bilden zu lassen und zu sagen, das muss so oder so sein. Und da bin ich sehr glücklich, dass ich so aufgewachsen bin in der Familie, die das sehr verstärkt haben. Und sich verbiegen zu lassen. Gibt gerade ein neues Album, Beatrice, und wir hören einmal ganz kurz rein. Beatrice Egli,
Samstag übrigens in der ARD, ne? Ja. Große Show der Träume. Ich würde gerne noch ganz kurz, Beatrice, wissen, Sie haben 500.000 Euro, glaube ich, gekriegt, ne? Gewonnen bei DSDS. Was macht man als Schweizerin mit 500.000 Euro? Tauscht man sofort in Franken? Man geht essen, gut essen. Einmal essen. Einmal in Zürich essen. Wird gut bekommen. Nein, also in erster Linie, ich glaube, ich bin so aufgewachsen, ich bin ein sehr sparsamer Mensch und ich weiß nicht, was in 10 Jahren ist. Ich hoffe, ich bleibe gesund, meine Familie bleibt gesund und bis dahin erstmal auf die Seite. Und liegt das jetzt schön irgendwo? Ja. Ist es eine Schweizer oder eine deutsche Bank? Schweizer, ich bin Schweizerin. Also ich wohne in der Schweiz, ich lebe in der Schweiz und versteuere in der Schweiz, aber sehr, also ich darf das ja auch. Und von daher, ja. Es ist halt meine Heimat. Ja, das ist doch völlig in Ordnung, ich bitte Sie. Und irgendwann, wenn sich das Geld ordentlich vermehrt hat, kaufen Sie noch das Matterhorn und dann läuft das alles. Das muss man nicht kaufen, das soll für alle da sein. Und das Matterhorn kann ich allen empfehlen, das ist ein schöner Ausflug. Also wenn etwas wirklich verkauft wurde, erfolgreich von den Schweizern, dann das Matterhorn. Also, danke dir ganz, ganz herzlich. Beatrice Egli, die heute unser Gast ist. Und wenn wir jetzt einmal kurz die Chance hatten, mal ein bisschen durchzuatmen, schließt sich jetzt sozusagen der Kreis zu dem, worüber wir gleich zu Beginn der Sendung gesprochen haben. Carsten Stormer ist bei uns, immer wieder bei uns zu Gast gewesen, als einer, der aus erster Hand wirklich berichten kann, was da gerade im Nahen Osten passiert, im Speziellen in Syrien und im Irak. Sie sind jemand, der sich sehr, sehr oft in Lebensgefahr begeben hat, wichtigen Beruf macht, wichtigen Job macht deswegen, weil Sie aus erster Hand schildern können, was da tatsächlich passiert. Wir sind ja immer alle auf Quellen angewiesen, teilweise sehr zweifelhafte Quellen, teilweise Quellen, die wir gar nicht wirklich überprüfen können. Also was ist die Wahrheit in diesem fürchterlichen Krieg? Wie ist denn die Lage gerade vor Ort? Es kommt darauf an, wo. Es sind ja natürlich verschiedene Schauplätze dort, Irak und Syrien. In beiden Ländern herrscht Krieg, aber zumindest der Krieg gegen den Islamischen Staat scheint jetzt sowohl im Irak als auch in Syrien so langsam dem Ende entgegenzugehen. Also die sind auf dem Rückzug, weil da jetzt verstärkt gegen die Hochburgen des IS vorgegangen wird. Raqqa wird angegriffen von den Kurden und einem Zusammenschluss aus Kurden und Arabern und Turkmenen. Fallujah wird gerade angegriffen, Mosul soll befreit werden, Sinjar ist letztes Jahr gefallen, Shadadi ist gefallen. Also der Islamische Staat verliert gerade sehr, sehr viel Gebiete in Syrien und im Irak. Ich meine, das ist eine ganz erstaunliche Wende, die da jetzt gekommen ist. Man hatte das Gefühl, die sind fast unbesiegbar. Das hat zumindest die Propaganda von denen immer... Ja, das ist aber ein Gefühl, was getäuscht hat. Also ich bin da genau. Sind wir da in der Propaganda auf den Leim gegangen, ja? Es wurde ja lange Zeit nichts gegen den Islamischen Staat getan. Also der Islamische Staat kam ja nicht plötzlich auf die Weltbühne und hat alles erobert und Angst und Schrecken verbreitet. Das war ja auch ein langsamer Prozess, der sich Ende 2012 über 2013 entwickelt hat in Syrien. Man hat ja die Radikalisierung in Syrien beobachten können. Man hat gesehen, wie immer mehr Dschihadisten aus dem Ausland nach Syrien gekommen sind und keiner hat was dagegen gemacht. Es waren die syrischen oder verschiedene syrische Rebellenverbände, die unter dem Namen Freie Syrische Armee firmiert haben, die dann das erste Jahr zumindest unter großen Verlusten gegen den IS gekämpft haben. Und während die anderen Kriegsparteien, Assad, da Geländegewinne machen konnten. Und die syrische Opposition hat da Tausende von Leuten verloren im Kampf gegen den IS. Und es wurde einfach nicht ernst genommen. Und plötzlich hatten die dann Fallujah im Irak angegriffen, die haben Ramadi eingenommen, die haben Mosul eingenommen und alles im Handstreich, weil natürlich diese Propagandamaschine von denen wunderbar funktionierte. Und wir natürlich auch mit dem Internet und wie die das aufbereitet haben. Das sah schrecklich aus, wenn die da 1700 Gefangene exekutieren, wenn die ausländische Geiseln köpfen und... Ihren Kollegen James Foley, habe ich vorhin gerade erwähnt, richtig, enthaupten vor laufenden Kameras und so weiter. Also sind schreckliche Dinge passiert, die auf eine perfide Art und Weise dann auch tatsächlich verfangen haben. Das muss man ja auch sagen. Und ich habe auch immer davor gewarnt, dass man sich diese Bilder nicht anschauen soll. Man soll nicht auf diese Propagandamaschine des Islamischen Staates hereinfallen, nicht diese Bilder angucken, denen keine Klickzahlen geben, denen nicht die Genugtuung geben, dass wir diese Angst in uns aufnehmen. Was hat denn jetzt aus Ihrer Sicht die Wende gebracht? Naja, dass man angefangen hat,
was gegen die zu machen. Aber wer sind denn da die Akteure? In Syrien ist es die Syrian Democratic Forces unter Führung der Kurden. Es sind etwa 40.000, 50.000 Mann, die jetzt da auch auf Raqqa zumarschieren. Mhm. Und natürlich unterstützt von den US-geführten Luftschlägen. Das ist, ohne die wäre es gar nicht möglich, diese Geländegewinne zu machen im Augenblick. Ich meine, das ist ja ein wenn das gelingt tatsächlich, also die Rückeroberung von Raqqa, der Hauptstadt des sogenannten Islamischen Staates, dann ist das auch von hoher symbolischer Bedeutung. Ne? Naja, was kommt danach? Darf ich kurz fragen, weil man sich das ja immer fragt als Beobachter, welche Rolle spielen die Russen in dieser Schwächung des IS? Das ist ganz schwierig für mich zu beantworten, weil ich in die Gebiete, in denen die Russen involviert sind, gar nicht mehr reinkomme als ausländischer Journalist. Ich höre sehr viel von Freunden, dass da eben sehr viel die Krankenhäuser bombardiert werden, dass da mal ein Krankenhaus getroffen wird. Das kann man noch als Unfall abtun, wenn dann 10, 15 Krankenhäuser regelmäßig bombardiert werden. Dann sieht das schon nach einer gezielten Kampagne aus. Und natürlich hat Russland ein Interesse daran, dass das Regime oder die Regierung von Assad da weiterhin bestehen bleibt. Deswegen das wird immer gesagt, es wird gegen Terroristen vorgegangen, aber es ist auch recht einfach zu sagen, wenn jeder, der gegen Assad ist, ein Terrorist ist, dann kann man da auch uneingeschränkt bomben. Mhm. Wenn man sich das mal anschaut, jetzt mal ganz generell gesprochen, wir haben ein paar Bilder vorliegen, die, glaube ich, tatsächlich von einem russischen Team stammen. Bilder aus Homs. Wenn man sich diese Bilder von Zerstörung, von Verwüstung, von Tod und Elend anschaut, wer soll dort jemals wieder leben, wenn man sich diese Stadt anschaut? Und wie soll Zehntausende, hunderte Tausend von Syrern, die jetzt in Europa sind und nur darauf warten, dass der Krieg zu Ende ist, damit sie wieder in ihre Heimat zurückgehen können, damit sie ihr Land aufbauen können. Und so sehen ja, es ist ja nicht nur Homs, das so ausschaut, so sieht Aleppo aus, so sehen die Vorstädte von Damaskus aus, so sieht Raqqa aus, so sehen Städte im Irak aus. Und wenn man sowas sieht, dann, ich habe da großes Verständnis dafür, wenn die Leute sagen, da will ich nicht leben. Da will ich meine Familie nicht drüber unterhalten. Ja, fürchterlich. Mhm. Fürchterlich. Wie ist denn, wenn man jetzt auch noch mal diese Bilder auf sich wirken lässt, eine Versöhnung da irgendwann mal möglich? Wie können denn da wieder Menschen, die gestern noch Nachbarn waren und sich einen Tag später gegenseitig meucheln und die Köpfe einschlagen, wie sollen die denn jemals wieder friedlich zusammenleben? Wie soll das gehen? Das wird die Geschichte zeigen. Ich kann diese Frage nicht beantworten. Ich hoffe, dass ich das als Journalist begleiten darf, wenn das stattfindet. Aber es haben ja auch schon andere Konflikte gezeigt, dass das durchaus möglich ist. Es ist auch in Ruanda nach dem Völkermord möglich gewesen, dass sich die Hutis und die Tutsis wieder annähern. Natürlich wird das ein schmerzhafter Prozess werden. Es muss das Land aufgebaut werden. Es sind jetzt Schätzungen von 400 bis 450.000 Toten. Es ist 11 Millionen von 22 Millionen Syrern sind auf der Flucht im eigenen Land oder im Ausland. Das ist ein Irrsinn, was da passiert. Und es wird Jahrzehnte dauern, bis das Land wieder einigermaßen wieder zurückfindet. Sie waren jetzt sehr nah an Raqqa dran, an dieser sehr wichtigen Stadt für diesen sogenannten Islamischen Staat. Wie weit? 30, 40, 50 Kilometer? 50 Kilometer. 50 Kilometer. Ja. Das heißt, die waren fast in Sichtweite, wenn man so will. Ja, das Kalifat, das Gebiet des IS hat einen Kilometer von der Stellung begonnen, wo wir saßen. So, und Sie haben dort getroffen einen Mann aus Hamburg, wenn ich das richtig erinnere. Ein Mann aus Saarbrücken, in Hamburg studiert hat hier in der Kita ein Praktikum gemacht hat und ein bisschen in der autonomen Szene hier tätig war. Der hat dort gekämpft? Der hat sich den Kurden angeschlossen. Also jetzt nicht unbedingt, um gegen den IS zu kämpfen, sondern weil er der Weltanschauung und der Philosophie des Kurdenführers Abdullah Öcalan, da sieht er irgendwie ein Gegenpol zum Kapitalismus, und das ist eine Ideologie, an die er fest glaubt. Und da sieht er in Syrien die Chance, oder in Rojava, dieses Westkurdistan, was in Syrien aufgebaut, da sieht er die Möglichkeit, dieses politische System aufzubauen, und da möchte er daran teilhaben. Und diese Utopie sozusagen zu verwirklichen. Genau, ja. Und der Kampf gegen die IS ist eigentlich für ihn ein Stolperstein auf dem Weg zu seiner Utopie. Was ist das für einer? Ich fand ihn einen sehr faszinierenden jungen Mann, der
der festen Überzeugung war, das das Richtigste zu tun. Dass er seinen Überzeugungen folgt. Also ich bin Journalist, ich möchte ihn nicht werten. Ich habe ihn 5-6 Tage begleiten dürfen. Das ist jetzt ohnehin schon nicht eine lange Zeit, um einen Menschen zu bewerten. Aber es war hochinteressant, diesen jungen Mann zu beobachten und zu begleiten, der der festen Überzeugung war und seinen Idealen folgt. Und das kann man, also als Mensch kann ich sowas bewundern. Ich wüsste jetzt nicht, ich bin jetzt wahrscheinlich alt genug, dass ich das jetzt nicht mehr machen würde. Aber wenn ich vielleicht Anfang 20 wäre, könnte ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht junge Leute attraktiv finden, vielleicht alternative Lebensmodelle. Das ist natürlich jetzt ein Extremfall, weil er natürlich jeden Tag sein Leben riskiert. Was macht das denn mit diesen Menschen, die dort in diesem Krieg sind? Über viele Jahre beobachten Sie die ja schon. Ich stelle mir das unheimlich zermürbend vor. Ich glaube, man hat auch oft eine falsche Vorstellung von Krieg, die da lautet, da ist jeden Tag Attacke und so weiter. Aber in erster Linie ist es doch einfach warten, warten, warten und immer Lebensgefahr. Du weißt nie, richtig, wann die nächste Bombe vom Himmel fällt. Es ist unglaublich langweilig, lange Zeit. Und wenn die Langeweile unterbrochen wird, dann kann man sein Leben verlieren. Also es geht vom einen Extrem ins andere. Und diese Langeweile, da kocht man gemeinsam, da versucht man irgendwie Zeit zu überbrücken. Ich habe ja über die Jahre, die ich jetzt Syrien und Irak begleite, hauptsächlich die Zivilisten, die zivile Seite des Krieges begleitet. Da habe ich jetzt die militärische Seite machen müssen oder dürfen, weil es einfach da auch keine Zivilisten mehr gibt. Also wir sind da stundenlang durch Gebiete gefahren, durch Dörfer, durch Städte, die menschenleer waren, wo vorher der IS drin war. Und wenn man dann an den Checkpoints fragt, wo sind denn die Leute, die sagen, Europa. Alle geflohen. Da leben keine Zivilisten mehr. Was auch im Grunde ein Schlaglicht wirft auf eine Problematik, die im Moment in der öffentlichen Debatte auch noch nicht wirklich eine Rolle spielt, nämlich die Frage, was macht das mit einem Land, wenn ein wichtiger Teil der Bevölkerung einfach verschwindet, wenn der weg ist, wenn er in Europa ist? Wie sollst du das jemals wieder ernsthaft aufbauen? Also die werden dort auch gebraucht, diese Leute. Insofern müssen wir auch ein Interesse daran haben, dass die Menschen eine Möglichkeit haben, dort so zu leben. Und auch hier eine Ausbildung erfahren, weil die Leute, die Kinder gehen kaum noch zur Schule. Zumindest in Syrien oder im Irak, die Schulen sind geschlossen. Es ist zu gefährlich, zur Schule zu gehen. Und in Syrien, in Aleppo, werden Schulen bombardiert. Also es ist natürlich, da wächst auch jetzt eine Generation heran, die keine Ausbildung bekommt, nicht das Studium fertig machen kann, keine Ausbildung machen kann. Und das sollte man hier eigentlich den Leuten die Möglichkeit geben, dass sie was lernen und wenn sie zurückgehen, dass sie eben noch dieses Wissen anwenden können. Das Land müsste doch wirtschaftlich kollabieren. Ich denke mir, von was lebt der Assad? Von was leben die noch Herrschenden dort? Die produzieren doch nichts. Ja, es ist ja ein Stellvertreterkrieg. Da gibt es ja Interessen von allen Seiten. Türkei ist mit drin, Libanon mit der Hezbollah, Iran, Russland, USA, Türkei, alle sind ja da involviert, Europa ist involviert. Natürlich kommen da auch Sachen rein, aber die Wirtschaft an sich ist kollabiert in den meisten Städten. Aber selbst in Aleppo gibt es noch Seifenhersteller, die nach Europa exportieren. Es gibt in Aleppo, zumindest in den von den Regierungen gehaltenen Vierteln, da geht das Leben noch relativ normal weiter. Weil natürlich, die werden nicht aus der Luft bombardiert. In den Rebellen gehaltenen Vierteln ist das Leben zum Erliegen gekommen, weil die werden tagtäglich aus der Luft bombardiert. Ich habe Freunde in Aleppo, mit denen ich regelmäßig spreche, die sagen, sie können nicht mehr auf die Straße gehen, weil ständig irgendwo Bomben fallen. Ich habe das alles gesehen. Ich war in Damaskus, ich war in Homs, ich war in Malula. Ja. Malula ist ein Ort, ich weiß nicht, ob es überhaupt noch gibt, da wird dieser aramäische Dialekt gesprochen, da wurde gesprochen, den Jesus gesprochen. Dann habe ich einen Gottesdienst gefeiert mit einer ganz kleinen Gruppe und dann ist ein Mädchen gekommen, 14 Jahre, bildhübsch, zum Wegheiraten. Und dann hat die uns das Vaterunser in diesem aramäischen Dialekt gesprochen. Wir haben reimweises Heulen angefangen. Wir waren in Palmyra, wir waren in Aleppo. Aleppo, also du warst wie in Tausend und einer Nacht. Und wenn du dann diese Bilder siehst, es zerreißt dir schier das Herz. Und du fragst dich, wie blöd ist der Mensch eigentlich noch? Das gibt's doch gar nicht. Alfons, wo sind wir hingekommen? Wie viele tausend Jahre Geschichte brauchen wir noch, dass wir endlich lernen, dass so einfach wäre, miteinander zu leben? Müssen wir nur mal 70 Jahre zurückschauen in unserer eigenen Geschichte. Ich würde gerne zum Schluss
Weil wir gerade über diesen Kriegsalltag sprechen, Carsten Stommer, Sie haben uns Bilder mitgebracht. Ich würde gerne einmal kurz da drauf schauen mit Ihnen gemeinsam und Sie erklären uns vielleicht, in welcher Situation wir da sind, wie zermürbend das auch ist, Kriegsalltag in Syrien und im Irak. Ja, was das ist ja zum Beispiel eine Situation, das war für die Leute dort gar nicht so zermürbend. Da hat der IS angegriffen mit Raketen und die haben sich eigentlich gefreut darüber, dass mal irgendwie was passiert. Und da machen die ein Spiel draus. Also Rakete ist jetzt auch nichts, wovor die jetzt irgendwie große Angst haben, weil die sieht man, wie sie abgefeuert wird. Da geht dann so eine Rauchwurst in den Himmel und man hört die. Und man hat dann irgendwie 15, 20 Sekunden Zeit, um Deckung zu suchen. Also für die ist das Alltag. Mhm. Und ja, das ist jetzt die Stellung des IS, von wo sie aus beschossen haben. Also die waren nah dran, dann schießen sie zurück. Und das geht dann so eine Stunde und dann ist wieder ruhig für zwei, drei Stunden. Dann kommt die nächste Rakete. Und so geht das da seit mehreren Monaten. Warten auf die nächste Rakete als Lebensperspektive. Fürchte, das wird uns noch eine ganze Weile begleiten, dieses Thema. Sie gehen demnächst wieder in diese Krisengebiete rein. Hoffe, wir sehen uns gesund und munter demnächst wieder hier in der Sendung. Carsten Stommer war heute unser Gast. Herzlichen Dank. Ihnen bedanke ich genauso herzlich bei Beatrice Egli, die heute unser Gast war. Alles Gute, Beatrice. Ich bedanke mich genauso herzlich bei einem sehr ungewöhnlichen Geistlichen, bei Rainer Maria Schießler und Alfons Schubeck, die heute unser Gäste waren. Herzlichen Dank. Und ich bedanke mich bei Wolfram Eilenberger, unserem Fußballphilosophen, und bei Patrick Obermoyela. Herzlichen Dank, Patrick. Das hat Spaß gemacht. Jetzt die Kollegin von Heute Plus und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank.